So, meine Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen zu einem neuen Alpha-Video für den Einblick in das nächste Addon WoW Legion. Wir wollen uns mal wieder mit einem Tank befassen, und zwar heute mit dem Krieger-Tank, der irgendwie einen Arsch voll an Fähigkeiten hat. Also so lange habe ich noch nie gebraucht, alles in die Aktionsleisten zu ziehen. Und dann ist nicht mal Sturmangriff dabei. Seriously, what the fuck? Dafür können wir schöner hüpfen. Yay! Boah, sah das nicht cool aus? Superheldenlandung, 3 Punkte, ne? Habt ihr gesehen? Mega nice. Und uns erwartet der gute Edric, ein Kriegsveteran, der schon Thrall beraten hat zu seiner Zeit und so weiter. Also ein schöner Ansprechpartner hier für den Krieger. Vielen Dank, Champion. Ich suche Thrall, sage ich doch, ne? Und frage ihn um Hilfe. Wir sollen direkt zu Krasus Landeplatz, und ich weiß gar nicht genau, wie es beim Krieger war. Ich glaube, das kann ich euch direkt rauscutten, denn wir werden uns, denke ich mal, erst wieder am Strand gegen die Dämonen beweisen müssen. Und ich weiß gar nicht, ob es wieder so clever war, hier direkt entsprechend umzuspecken auf den Tank. Denn kann natürlich auch sein, dass es als CD vielleicht ein bisschen schneller ging. Ah, ich wette, Edric schickt euch. Seine Sorge ist gut gemeint, aber unnötig. Okay, was ist nun los, Herr Sauerfang? Was ist los? Was gibt es? Dieser Kampf, ich sehe keine Ehre darin, okay? Ja, dann gehen wir trotzdem mit, ne? Kann ich hier jetzt aufmounten, mein Guter? An dieser Küste erwartet uns wahrscheinlich der Tod, das wisst ihr, und doch sehe ich die Entschlossenheit in euren Augen. Vielleicht geht es euch auch... Was? Geht es auch euch um Ehre? So, ich kann nicht mehr lesen, ey. Anfang der Woche, nichts geht mehr. Und wir sollen... Ja, mit dem guten Sauerfang und den Kollegen hier der Horde dann sicherlich gegen die ersten Dämonen kämpfen. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Quest, wie wir sie tatsächlich beim Furorkrieger auf hatten. Die Quest-Intros sind ja in der Regel gleich. Ich weiß zwar nicht, warum es bei einigen Klassen sofort darum geht, die Artefaktwaffe zu wählen und loszulegen, und bei manchen anderen nicht, aber gut. Suchen wir uns ein passendes Ziel, vielleicht eine Seelenmaschine oder dieses Schlachtschiff, scheint doch anders zu sein. Okay, vielleicht weil wir Tank gespeckt sind. What the hell? Okay, Kanonen, fliegt niedriger, weicht den Schüssen aus, die Legion. Die haut ihr aber raus, es hat ja nichts mehr mit den kleinen Kanonen aus dem Schergrad und so weiter zu tun. Ach du Gott, okay, aber nein, dieser Strand kommt uns bekannt vor. Lass sie büßen, Champion, lass sie... Nein, haben sie Sauerfang direkt weggeschossen? Das wäre ein unwürdiges Ende für diesen Veteran, und auch unser Windreiter stürzt da hinten direkt erstmal ab. Okay, und wir sind bei den Vryku gelandet, und diesen Kampf kennen wir. Wer also dieses Anfangsszenario sehen will, der sollte sich mal nach dem Furorkrieger umschauen. Den habe ich nämlich schon gemacht, und das geht sicherlich auch deutlich schneller als jetzt hier mit dem Tank. Insofern, kurzer Cut, wer das Anfangsszenario sehen will, sollte mal den Furorkrieger suchen. Bis gleich. Und so stehen wir nach dem Kampf gegen die Dämonen wieder vor Odin und können hier in den Hallen der Tapferkeit, in der großen Methalle entsprechend, ne? Man könnte auch sagen, Valhalla in WoW, und können uns unsere Waffe aussuchen. Wir wollen die Schuppe des Erdwächters. Ein uralter König der Vrykul machte eine gestohlene Schuppe von Neltharion. Neltharion, der Erdwächter, auch bekannt als Todesschwinge, zu einem Bollwerk unheimlicher Macht. Der große Schild liegt nun an seiner Seite in einem fast vergessenen Grab. Wenn ihr den Schild zurückerlangen könntet, hättet ihr nicht nur einen undurchdringlichen Schutz, sondern könntet auch einen Blick auf die feurigen Mächte der Drachenaspekte erhaschen. Klingt sehr, sehr cool. Von hier entspringt die wahre Stärke aus tiefen Orten in der Welt und in euch selbst. Sie kriegen auch ein Schwert dazu entsprechend, und das gewährt uns die Fähigkeit Neltharions Zorn, die Feuer aus eurem Schild entfesselt und seine Verteidigungseigenschaften stark erhöht. Klingt sehr cool. Und als Krieger, um vielleicht ganz kurz was dazu zu sagen, wir haben den Charge natürlich, also ist ja nicht so, als wäre der komplett weg gewesen, ich habe ihn noch nicht gefunden. Abfangen ist das jetzt, und das ist, teilt sich in 2 Aufladungen, und man kann eben sowohl damit jetzt in Gegner reinrennen, als auch in Verbündete, sprich den Sturmangriff und das Abfangen, einfach hier gemischt. Und wir haben verschiedene Negationsfähigkeiten. Wir haben hier zum Beispiel Zähne zusammenbeißen, kostet 40 Wut, 1 Sekunde Abklingzeit, kann gespammt werden. Da wird 90% des eintreffenden Schadens für insgesamt 77.000 eben um die 90% dann verringert. Wir haben fokussierte Wut, was auch eine ähnliche aktiv spambare Fähigkeit ist, wenn man dann den Wutaufbau hat, womit wir eben den erhöhten Schaden quasi von unserem nächsten Schildschlag hier, ja, hochpushen und so weiter. Also viele Sachen, die auch dem Ganzen ein bisschen mehr Dynamik verleihen. Ansonsten hier natürlich Schildwall und Schildblock sind wie immer da, und das ist dann beides sehr abhängige Sachen, mit denen man hier dann schön, je nachdem, will man jetzt weniger Schaden kriegen oder mehr austeilen, damit arbeiten kann. Wir wählen erstmal unser Artefakt und machen uns dann auf den Weg zu einem Vrykul-Grab. Legendäre Waffen, ich wusste, dass das eure Wahl sein würde. Ja, Odin, kannst du sehen, was ich für einen Speck habe? Oder du bist ja einer. Kümmert euch um Magna Eisbrecher. Machen wir doch glatt. Geht jetzt, Hutnir erwartet euch an der Himmelswerft. Er wird euch bei dieser Quest helfen. Er sagt echt Quest, okay? Er wird uns bei dieser
dieser Quest helfen. Ist ja schön, das Feuer hier auch, ne? Relativ interessant war es beim letzten Mal schon so, dieses bläulich-orangene, sieht ja auch sehr, sehr cool aus. Na, hier wird sicherlich noch einiges passieren in Sachen Grafik, Politur, guck mal die Statuen, da wird, denke ich, auch noch ein bisschen was, ja, aufpoliert quasi in Sachen grafischer Oberfläche. Und Hrudnir, wir wollen loslegen, wie sieht's aus, kommst du mit? Jawohl, der will mit zum Grab. Es sollte nicht lang dauern, Odin leiht uns seine Kraft, um Helias Zauber zu durchbrechen. Ja, der Helia ist quasi die, ja, Göttin der Hölle, ja, der Unterwelt hier, die Odins Krieger oben mit einem mächtigen Fluch gefangen hält. Deswegen kann Odin nicht selber gegen die Legion kämpfen und wow, okay, okay, das nenne ich mal Sturmangriff. Und darum können wir jetzt hier nur in kleinen Grüppchen quasi loslegen. So, wir sollen die Ruhestätte suchen. Eine großartige Landung. Seid ihr bereit, nach Magna zu suchen? Sein Grab ist nicht weit. Erinnert mich gerade sehr an die Hunter-Artefakt-Quest-Reihe, die hoffentlich nicht hier wieder auch exakt so aussieht. Was haben wir denn hier? Die Toten erheben sich. Etwas stimmt hier nicht. Okay, ich hoffe, es ist nicht wieder dasselbe, sondern wir haben ein bisschen was anderes. Ansonsten kann ich euch da auch direkt wieder was rauscutten. Animationstechnisch, Donnerknall sieht sehr schön aus. Auch hier sehen wir, schlagtechnisch gibt es hier einige Upgrades quasi in Sachen Dynamik, möchte ich fast wieder meinen. Und ja, wenn wir hier zum Beispiel verstärken, sehen wir jetzt oben den Buff. Der bleibt auch so lange, bis man es benutzt. Und dann hier Batz, schön ins Gesicht, hat man gesehen. Relativ nice Sache an dieser Stelle. Wir haben auch einige Schreie hier wieder. Der Demoralisierende ist das, glaube ich, ne? Der verringert den verursachten Schaden der Gegner. Wir haben hier einen, der unseren Crit erhöht, wenn ich mich richtig erinnere. Und alles solche Sachen. Also viel mit, ja, Entscheidungen, die man treffen muss. Wofür verbrate jetzt hier meine Wut? Und will ich lieber ein bisschen defensiver spielen? Oder gönne ich mir jetzt mal und haue schön ins Maul? Ne? Das sind die Entscheidungen. Batz, sehr schön hier gecharged. Sieht mega krass aus, finde ich, wie man da komplett als fetter Taucher einfach mal voll mit Highspeed die Schulter in die Fresse rammt. Das muss einfach, das sieht brutal aus, oder? Ich hätte da gar keinen Bock drauf, muss ich gestehen. Und ja, also viel dynamischer die Spielweise an sich hier gestaltet mit den schönen neuen Animationen als sich, kann man sich durchaus, denke ich, schon allein deswegen hier auch auf den Krieger freuen. Rache sieht auch viel, viel cooler aus jetzt im Moment, dann nicht so ein lähmer Schwinger, sondern wirklich schön durchgezogen, dass man auch ohne die Fähigkeit zu lesen sieht, wie man hier quasi, ja, rangehen muss, um entsprechend zuzuhauen, um entsprechend die Gegner zu treffen, denn das ist hier jetzt ein wirklich schöner Schlag in einem Bogen, denn man sieht, dass wieder durchgezogen wird hier wirklich mit der fetten Axt, insofern, gut, fette Axt ist es in dem Fall nicht, aber wir kriegen Fett ins Maul, um es mal so zu sagen. Vielleicht hätte ich mal essen sollen, dachte ich, ja, Mann, wir machen hier die Kriegerquest-Reihe und dann kriegen wir hier derart auf die Fresse. Damit habe ich jetzt zugegebenermaßen auch nicht gerechnet. Ziehen wir mal alles, was wir haben und gucken mal, ob der Kriegertank hier den ersten Härtetest so einfach bestehen kann. Ich weiß ja nicht, wir kriegen auch keinen Siegesrausch geprockt, was ich gerade sehr, sehr uncool finde. Ziehen wir mal, was wir sonst noch so haben. Den können wir nämlich tatsächlich überhaupt nicht benutzen. Und wir kriegen ihn nicht geprockt. Ich glaube, das war's für uns dann jetzt hier, wenn wir Pech haben. Kommt drauf an, wie viel Schaden unser Kollege da jetzt macht. Wir rennen gerade auch ein bisschen gegen. Das ist auch eine sehr interessante Fähigkeit. Jawohl, funktioniert. Okay, darauf habe ich mich jetzt ein bisschen verlassen, dass sie jetzt irgendwas anspringt. Das ist nämlich hier, können wir mal kurz gucken. Nicht die Ehrentalente, sondern Kräfte sammeln. Und wir kriegen jede Sekunde 6% Gesundheit regeneriert, wenn wir keinen Schaden in 5 Sekunden bekommen haben. Das heißt, dass man auch ruhig in einem Boss kämpfen, wo man kiten kann, dass man das entsprechend anwenden kann, wie wir eben schön gesehen haben. Komm zu mir, meine mein schelmischer Verwandter. Okay, es ist ein bisschen anders. Die Streitkräfte der Legion. Und wir haben Pillig, Speeranführer. Schänder, wir müssen diese Abscheulichkeiten vernichten. Naja, dann Charge, Kollege. Was ist los? Zauberreflexion, Rinn in Mischer und Feuerfrei. Hier gibt es direkt mal den Verheerer hinterher. Ihr fantasiert wohl. Okay, wir konzentrieren uns mal kurz auf die kleineren hier, wenn unser DD-Kumpel dem Dicken quasi hinterherrenkt. Jetzt haben wir ja auch ein paar Procs von Siegesrausch bekommen. Sehr schön. Jetzt gibt es hier direkt wieder schön die Schulter ins Face. Achtung, 3, 2, 1... Verpisst er sich direkt, ne? Ist mir doch egal. Bam, gibt trotzdem die Schulter ins Face, ne? Es interessiert uns doch nicht, wo der steht. Die Schulter, die sucht sich ihren Weg, ne? Altdeutsches Sprichwort, haben sicherlich viele wiedererkannt. So, da hinten wird jetzt auch gefightet, aber wir machen auch wirklich nicht unbedingt schlechten Schaden. Ich hatte ja bei Tanks, oder habe ich immer noch so ein bisschen auch meine Bedenken, ne? Aber, es scheint zu gehen. Es scheint zu gehen. Und auch leveln ist dann sicherlich möglich. Warum so ernst? Lol, echt jetzt? Nice, ein guter Kampf. Ja, und wir können das Grab öffnen. Ja, ganz einfach mit einer Geste. Und das kennen wir hier tatsächlich schon vom Hunter. Aber, ja, wie machen wir das denn jetzt als Krieger? Die Wächter gehorchen mir nicht. Wir werden das hier auf die harte Tour machen müssen. Wie denn? So, die harte Tour, okay, die ganz harte Tour. Bam, Charge, Kollege. Ja, das war einfacher als gedacht, muss ich ganz klar so sagen. Dachte, wir sterben jetzt oder kriegen Instant-Probleme, aber
nicht der Fall. Und wie gesagt, mit unserem Schaden, den finde ich jetzt nicht utopisch, auch nicht zu hoch, aber im Vergleich zu anderen Tanks, die wir hatten, ich erinnere mal an den Monk, da kam halt gar nichts. Und hier merkt man wirklich bei jedem Schwung, den man hier macht mit der Axt, merkt man richtig, oder der fette Donnerknall, von dem ich auch die Range nochmal verdoppelt habe mit einem Skill als Passiver, merkt man richtig, wie es hier abgeht. So, wie sollen wir das denn machen? Heroischer Sprung und Abfang sicherlich eine Mischung aus beiden. Kann das sein? Oder sollen wir die nur unterbrechen? Wir chargen mal. Ah ja, gucke an, hier können wir uns dann hinstellen. Kann ich die töten? Muss aber, denke ich, nicht sein, oder? Oder ist das noch eine zusätzliche Barrikade hier? Sie ist nicht im Sichtfeld. Ah, hier kommen wir nicht durch. Ach, gucke an, die machen die Barrikade. Ah ja, und er kann uns jetzt auch nicht helfen. Okay, das heißt, die dauern jetzt wirklich ein bisschen länger. Die machen die Barrikade und der macht den Wind. Okay, also relativ nochmal schöne, kleine, feine Unterschiede hier gemacht zur Hunter-Reihe tatsächlich. Es war ja eben meine Befürchtung, dass das nicht funktioniert, aber hat an der Stelle definitiv geklappt mit dieser Mechanik. So, Nummer 1, bam, nichts mit Abtreibung hier. Wir sind schon etwas älter als 9 Monate. Da wird das nichts mehr, Kollege. Donnerknall sieht auch sehr, sehr schick aus, finde ich hier. Bam, sehr schön auch noch diese kleine Welle, die danach entfesselt wird. Wir sollten herüberspringen können. Über die Wand auch? Nein, ich glaube, das meint er nicht. Ich glaube, nach der Wand können wir dann springen, ne, mit dem heroischen Sprung natürlich, der auch eine Zeit der Verbesserung feiert. Wir haben hier so viel Wut, also man muss hier wirklich die fokussierte Wut beiden und eigentlich permanent raushauen. Und ihr seht an dem Wutpool, was wir hier haben, dass auch dieses Gespamme von Skills, was ich hier meine, guck mal, was wir hier alles hintereinander knallen können, ohne groß Probleme zu kriegen. Dann kommt hier zweimal Verwüsten, dann ist da sicherlich einiges auch schon wieder ready. Und da hat man also überhaupt keine Probleme. Ihr seht auch, wie hier zugeschlagen wurde. Sein Wahnsinn hat auch die Wachen ergriffen. Sie erkennen mich nicht. Ja, ich finde es schön, dass wir hier noch einen im Gepäck haben. Wir gehen tatsächlich in die andere Tür. Da ging es, glaube ich, beim Hunter rein. Die Tür ist mit Blitzen versiegelt. Wir müssen einen Weg hindurch finden. Muss ich da jetzt echt werfen? Ist das euer Ernst? Ich habe, das ist echt die einzige Fähigkeit, die ich nicht mit drin habe, ne? Und hier brauchen wir sie jetzt, oder was? Ziel ist nicht im Sichtfeld. Wie denn dann? Charge? Heldenhafter Sprung? Mehr habe ich da aber nicht. Hier den Verheerer hinwerfen, geht auch nicht, zieh es nicht im Sichtfeld. Was sollen wir denn machen? Was soll ich denn da jetzt machen? Ja, jetzt müsste man Kriegertank sein, ne? Da rattert es jetzt bei euch sicherlich auch. Die Tür ist auch zu. Ich sage immer, ist der Arm zu kurz, macht es per Wurf. Das klappt immer. Ja, habe ich schon, aber schön, ist ja schön, dass die NPCs. Ach, er macht's jetzt, oder was? Ach, gucke an, dass die NPCs hier dann die Tipps geben, ne? Ist ja auch schön noob-mäßig gefiltert. Hier, und da haben wir ihn doch schon. Mit einer Walküre. Von Odin. Okay, Odin beobachtet das Ganze hier wieder. Wir sehen Geisterkrieger. Wir sehen einige Geisterkrieger auf Tank ausgelegt. Champion, wir müssen ihn retten. Ich werde ihn in die Hallende Tapferkeit schicken. Wenn er sich widersetzt, hetzt er seine Wachen auf mich. Sprecht mich an. Dann werden wir beginnen. Ja, wir sind natürlich Betty. Wir sind Betty, ne? Wir sind natürlich ready für den Kampf. Und er sieht schon etwas böse aus. Und er hat das Schild sogar an, würde ich sagen. So fett wie das ist. Vater, ich bin es, euer Sohn. Odin hat mich geschickt um. Ihr seid nicht mein Sohn. Er sitzt in den Hallen der Tapferkeit. Weit vor seiner Zeit. Von Odin zu sich gerufen. Ach, gucke an. Verlass diesen Ort. Ich bin es wirklich. Ich fiel vor dir im Kampf um den Pass. Wir wurden verraten. Mein Sohn starb vor meinen eigenen Augen. Ihr habt versagt. Nee, ich habe versagt. Ah, ich konnte ihn nicht beschützen. Ihr werdet nicht. Okay. Ich hoffe mal, der stirbt jetzt nicht nochmal, der Sohn. Wäre ja voll tragisch. Seht ihr denn nicht meine Armee? Ihr seid ruhmreich gefallen. Die eine Tapferkeit erwarten euch. Kommt mit, Vater. Okay, der hier wahnsinnig geworden anscheinend. Hat er ja auch gesagt. Er kennt seinen Sohn nicht. Will das alles hier nicht wahrhaben. Und geht aber auch dem direkten Kampf jetzt hier nochmal kurz aus dem Weg. Achso, der ruft jetzt seine Armee sicherlich, ne? Ja, habe ich mir natürlich fast denken können. Und ja, warum auch nicht als General, ne? Wozu hat man denn die Armee, um sich hier in einem siegreichen, beziehungsweise dann eben nicht siegreichen, sondern eher ehrenhaften Duell besiegen zu lassen, ne? Da würde ich auch erstmal meine Wachen auspacken. Aber wir kriegen hier, what the fuck? Wir kriegen hier sehr gut ins Maul, wollte ich sagen. Und das hier hat anscheinend mit dem ganzen Balancing-System, kippt der jetzt auch aus dem Latschen? Ich weiß es nicht, sieht nicht so aus. Mit dem ganzen Balancing-System hatte das hier an der Stelle jetzt noch nicht viel zu tun. Ich erinnere an den Schattenpriester, wie schnell man hier Probleme bekommen kann. Das heißt, an diesen Werten solltet ihr euch nicht orientieren. Das ist wie gesagt Alpha, ne? Da ist vieles in Sachen Gegner noch sehr, sehr hoch skaliert. Da solltet ihr keine Angst haben. Auch unser Gear ist eben, wenn wir mal gucken, hier 680-mäßig unterwegs. Und es ist ja lange nicht das, was man mittlerweile mit WoD hinterhergeworfen bekommt. Da solltet ihr euch keinen Kopf machen. Und das wird alles noch entsprechend sicherlich, gerade als Intro-Quest hier, vereinfacht auch angepasst. Okay, bin mir gerade nicht sicher, ob wir jetzt hoch sollen, um ihn hier zu bekämpfen. Oder ob wir unten helfen sollen. Verteidigt Rutnir, nee, wir sollen Rutnir helfen, aber das sieht gar nicht so gut aus. Zumal die sich ja voll auch gegenheilen hier, ne? Na, wir probieren es mal. Vielleicht können wir die ja einzeln rausnehmen, weil alle zusammen hat jetzt nicht so gut geklappt.
Okay, das dauert allerdings auch eine ganze Weile. Und Hutni hat auch gar keinen Bock mehr da, ne? Die Quest hier ist auf den letzten Metern noch nicht fertig skaliert, möchte ich meinen. Guck mal, was wir hier als Tank gerade für Schellen kriegen. Das glaube ich nicht, dass das so beabsichtigt ist. Da muss man ja hier harte Death-CDs ziehen, um überhaupt eine Chance zu haben. Gut, Freunde, ich denke vom Krieger das essentielle Gameplay haben wir gesehen. Das hier dauert einfach gerade eine ganze Weile. Und es wird hier, glaube ich, nicht viel verändern. Es dauert einfach nur, bis ich die Mobs down habe. Zumal sie sich mit Blutdurst auch noch sehr, sehr schön gegenheilen. Was natürlich unbedingt noch sein muss als Mechanik, wenn man schon als Tank keinen Schaden macht. Dann müssen die Mobs sich natürlich auch noch gegenheilen. Not bad, Blizzard. Well played in Sachen abfacken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn sich hier irgendwas ändert. Bis gleich. Yay, wir haben es geschafft. Es hat nur 500 Stunden gedauert. Und jetzt können wir gegen Magnar, wie es aussieht. So, er läuft doch einfach durch, ne? Wir müssen wieder chargen. Why not? Okay, die will er auch noch töten. Ah, das ist aber auch ein schlagender Gesell. Also ich sag mal so, wenn er auch mit seinem Low Life noch zuhauen würde, wäre das alles gar nicht so schlimm gewesen. Aber ja, ich bin der Sohn von Magnar, dem großen Champion. Der Valar-Jahr-Vater, sieh mich an. Ich bin euer Sohn. Problem ist, Digga, wenn du hier nicht mitmachst, dann, ja, da greift er halt lieber den an. Diese Quest ist definitiv noch buggy as fuck. Und ich glaub's nicht, aber wir haben es geschafft und er kommt tatsächlich auch zur Vernunft. Ja, und jetzt läufst du wieder, ne? Tolle Sache. Gut, wir sehen meine Skelette hier liegen, ne? Also, ne, nur eins. Ja, nur eins, bin nur einmal gestorben, kein Ding. Und die Frage ist jetzt, kriegen wir jetzt kampflos das Schild? Ihr guckt euch nicht mal an beim Reden, ne? Haben die gar keinen Bock drauf. Waffe des schwarzen Wurms. Wir haben tatsächlich es geschafft und können die Waffen, beziehungsweise das Schild und die Waffe, unser eigenen. Seine Waffen gehören jetzt euch und wir haben's. Schickes Teil. Sieht auch schuppenmäßig aus. Schuppe des Erdwächters. Schöne Sache. Vielleicht können wir uns den Skill gleich einmal noch angucken. Das waren unsere, die gerade ins Inventar gewandert sind, nehme ich mal an. Und wir haben Netarion Zorn. Kanalisiert. Wir gehen in eine defensive Position, 45 Sekunden Abklingzeit und alle Attacken werden kritisch geblockt. Okay, und wir haben einen Strahl aus Schattenflammen quasi, der, ja, eruptiert, ne, der Schaden macht und Schaden macht. Nice. Und wir können Spott und andere defensive Fähigkeiten dabei einsetzen. Wir gucken es uns mal an. Ja, schick. Schick, kann man nicht sagen. Interessante Haltung, definitiv haben wir noch einen Satz drunter stehen von hier entspringt die wahre Stärke aus tiefen Orten in der Welt und in euch selbst. Ja, cooles Ding definitiv, wobei davon wirklich die aufgepimpten Versionen quasi die Artefakt-Skins um einiges besser aussehen. Zum Krieger selber auch ein bisschen dynamischere Spielweise. Es macht durchaus Spaß, wenn man nicht ständig darauf achten muss, dass man nicht instant verreckt. Macht es durchaus Spaß, mit diesen beiden Möglichkeiten hier alleine schon zu skalieren. Ganz vom neuen Skillbaum und so weiter natürlich abgesehen. Also es gibt schöne neue Änderungen und man kann die Spielweise wirklich anpassen, wie man möchte, was, denke ich, ab einem bestimmten Gearstand durchaus auch Sinn macht, wo man dann gucken kann, hey, drücke ich jetzt mehr Schaden, negiere ich jetzt lieber ein bisschen eintreffenden Schaden und solche Sachen. Also viele Entscheidungen, die man da treffen muss und die auch bei einer falschen relativ schnell bestraft werden können. Interessante Sache. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, dass das Ganze dann, wenn es auf dem Live-Store ist, und da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, nicht ganz so krank schwierig wird, beziehungsweise der Dev-Krieger dann ein bisschen hochskalierter ist als jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau's.